Yuan war von ihrem heimlichen Ausflug zurückgekehrt. Seit Chao ihr von der Verfolgung der Kinder mit blauen Augen berichtet hatte, fühlte sie sich das erste Mal in ihrem Leben nicht mehr sicher. Als sie sich auf ihre Schlafmatte legte, spürte sie ein Gefühl der Unruhe. Langsam schlief sie ein und hatte einen unheimlichen Traum.